Die Frage war ja, warum sagt man heute so häufig, Lernen ist Arbeiten, Arbeiten ist Lernen? Und ich denke, das liegt vor allem daran, weil heute die Chance, dass man auf Vorrat das Richtige lernen kann, also Vorrat bedeutet das, was man dann wirklich in der Arbeit braucht, eigentlich immer kleiner wird. Das liegt daran, dass ja, wenn man sich mal so die Unternehmen anschaut, auch kleine und mittelständische Unternehmen, dass heute ein Großteil der Mitarbeiter mit Aufgaben befasst ist, die weniger mit Routine zu tun haben, die viel zu tun haben mit analytischem Denken, mit Urteilsvermögen. Und selbst wenn man in produzierende Unternehmen eigentlich schaut, sind über die Hälfte der Mitarbeiter heute Wissensarbeiter. Und die Aufgaben dort umfassen eben typischerweise Abstimmung, Kommunikation mit anderen, mit Kollegen, mit Kunden, mit Partnern in der Wertschöpfungskette, erfordern eine wechselseitige fachliche Unterstützung und Zusammenarbeit, was so ein Kennzeichen ist. Erfahrungswissen, Urteilsvermögen ist notwendig und um dort einfach agieren, handeln, arbeiten zu können, Entscheidungen zu treffen zu können, wird man halt ständig neu sich orientieren müssen, neues Wissen aufnehmen müssen. Deswegen denke ich, ist heute eigentlich das Thema im Berufsleben sehr eng verbunden, dass eben Arbeiten, Lernen, Lernen, Arbeiten ist. Das meiste Lernen allerdings sehe ich im Verbund mit dem, was ich tagtäglich in der Arbeit mache, was ich im Austausch mit Kollegen, im mündlichen Austausch oder ich frage nach, dort einfach erfahre, ohne das als bewussten Lernprozess wahrzunehmen. Und genau dieser Prozess wird in einer vernetzten Welt, also wo wir ganz andere Möglichkeiten haben, miteinander in Kontakt zu treten, nach meiner Meinung sich verstärken und wir werden einfach nicht mehr unterscheiden zwischen Lernen und Arbeiten. Zumindest in sehr vielen Fällen. Ausnahmen sind für mich die Fälle, in denen es um Zertifikatskurse oder um Meisterprüfungen oder solche Dinge gibt. Da sind wir im Moment noch nicht so weit. Das kann man aber, glaube ich, derzeit auch außen vor lassen. Das, was das Schulsystem zutiefst erschüttert, sind aus meiner Sicht zwei Phänomene. Das eine hatte ich eben schon angesprochen, ist die Tatsache, dass die weiterführenden Einrichtungen, Universitäten und Unternehmen mit dem, was Schule im Augenblick in Anführungsstrichen in dem alten Objektdenken produziert, nichts anfangen kann. Das ist doch, da muss einem doch als letztem Kultusminister eine Laterne im Hirn aufgehen, wenn die Deutsche Bahn sagt, wir wollen keine Schulzeugnisse mehr sehen von denen, die bei uns anfangen wollen. Heute habe ich gelesen in der Zeitung, der Marburger Bund sagt, wir wollen, dass endlich Studenten, die sich für das Medizinstudium eignen, Medizin studieren können und nicht welche, die den Numerus Clausus erfüllen. Wow, was heißt denn das? Plötzlich wird gesagt, die Schulzensuren, die ihr hier verteilt und die ihr vergebt, sind ja nichts wert. Wir als Unternehmen können damit nichts anfangen und die Universität kann da im Grunde genommen auch nichts damit anfangen. Keiner ist glücklich damit. Und manche Universitäten, wie die Zeppelin-Universität, sagt ja, wir verteilen einfach jetzt mal ein Stipendium an Schulabbrecher, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das häufig die kreativsten Leute sind, die in diesem starren Schulsystem versagen. Ich stehe nicht für eine Optimierung des Alten. Das überfordert die Menschen, dann kriegen sie noch was draufgepackt und das ist eine schlechte Energie, weil es davon ausgeht, ist noch nicht optimal, ja, wir sind nicht gut genug. Ich finde, Schulen müssen sich zusammensetzen, die Beteiligten, Bündnisse, Eltern, Lehrer, Schüler. Und wo wollen wir eigentlich hin? Handlungsmut entwickeln. Wir haben ja ein Handlungsdefizit, kein Wissensdefizit. Ja, wie kriege ich denn Handlungsmut? Dann können Sie sich was überlegen. Wie lerne ich an Herausforderungen? Wie lerne ich, handeln zu lernen, Verantwortung zu übernehmen? Wir haben zum Beispiel für dieses Erfahrungslernen ein Schulfach erfunden, das heißt Verantwortung. Alle Schüler in Klasse 7 und 8, 2 Jahre lang, suchen sich eine verantwortungsvolle Aufgabe. Jetzt gehen sie in eine Schule im sozialen Brennpunkt mit 97% Kindern mit Migrationshintergrund und erste Klasse. Helfen. Ja? Die Kinder freuen sich, die hängen denen an den Armen. Ach, schön, dass du wieder da bist, kannst du nicht jeden Tag kommen? Ja, und da findet so viel Berührung statt, aber auch so viel sinnhaftes Tun. Und das ist eine Win-Win-Win. Die Lehrer freuen sich, die Kinder freuen sich, die Lernfreude steigt, die Kinder fühlen sich gestärkt. Das ist dieses Projekt Sprachbotschafter, aber es gibt ja ganz viele andere. Oder ein anderes Format bei uns ist Herausforderung. Ich gehe 3 Wochen raus aus Berlin am Stück mit 150 €
zusammen mit anderen meistens und suche mir eine individuelle Herausforderung.